Hallo ihr Lieben. Ja, willkommen nochmal zu unserer Gebetswoche, die wir gerade diese Woche haben. Wir erleben gerade total viel Segen. Viele kommen zusammen zum Beten. Wir haben 5 Zeiten verteilt über den ganzen Tag. Heute am Donnerstag haben wir auch wieder morgens um 6, um 9, um 12, um 15 Uhr und um 20 Uhr eine Gebetszeit. Es ist echt richtig toll zu sehen, was Gott tut, wie er Gebete erhört. Und während der Zeit, also die Tage jetzt, da war ich im Auto unterwegs und habe in meiner Hörbibel Jeremia 33 gehört. Und da heißt es im Vers 1, und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jeremia, als er noch im Gefängnishof eingeschlossen war. So spricht der Herr, der es tut, der Herr, der es ersinnt, um es auszuführen. Herr ist sein Name. Ruf mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du nicht weißt. Das sind ganz starke Verse. Vor allen Dingen, die gehen an Jeremia ganz persönlich. Zu sagen, bete zu mir, ruf mich an und ich will dir ganz neue Dinge zeigen, unbegreifliche Dinge. Der Hintergrund, Jeremia ist hier gefangen im Gefängnishof. Passt eigentlich sehr gut zu unserer jetzigen Situation. Du bist vielleicht auch gefangen jetzt gerade zu Hause, guckst dir dieses Video an. Und in diese Situation rein spricht Gott. Aber noch was, wenn wir den Hintergrund mal betrachten oder du schaust dir das Kapitel vorher an, da wird Jeremia aufgefordert, obwohl sie kurz vor der Wegführung waren, in die Gefangenschaft, wird Jeremia aufgefordert von Gott, ein Grundstück zu kaufen. Das muss man sich mal reinziehen. Gott sagt dem Propheten Jeremia, kauf ein Grundstück. Eine Zeit, wo man eigentlich sein Geld und sein Material hätte zusammenhalten müssen. Und Gott sagt Jeremia, geh hin und kauf ein Grundstück. Nun, die Verkäufer haben sich mit Sicherheit gefreut, haben gesagt, wie kann man nur so blöd sein und in dieser Zeit ein Grundstück kaufen. Passt doch in die heutige Zeit, oder? Wir könnten uns auch fragen, hey, jetzt müssen wir mal alles zusammenhalten, müssen wir auf Defensive gehen und müssen mal schauen, wie das hier noch sich noch alles entwickelt. Oder ich denke an Luther. Luther hat ja mal gesagt, wenn morgen die Welt untergehen würde, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Soll bedeuten, dein Leben und mein Leben ist in der Hand vom Herrn. Und deswegen wenden wir uns an Gott, gerade auch in dieser Gebetswoche. Darum sind wir da, darum beten wir. Weil wir wissen, uns kann nichts schaden, weil, ja, Schaden, natürlich können Dinge passieren, aber letztendlich wird nichts passieren, was Gott nicht will. Und so darf er gewiss sein und du darfst gewiss sein, wenn du bei Jesus bist, auch diese Woche jetzt besonders nutzest zum Beten oder gestern hatten wir dieses Deutschland betet gemeinsam und wir wenden uns zu Gott. Gott wird sich uns offenbaren. Und ich bin gespannt auf das, wie Gott diese Krise nutzt, damit wir Leben haben können. Genau, und das nimm du einfach mit. Und wenn es hier heißt, so spricht der Herr, Herr ist sein Name. Da steht der Gottesname. Der Gottesname, Jahwe. Ich bin, der ich bin. Ich war, der ich war. Und ich werde das sein, der ich schon immer war. Der ist mit dir und der geht mit uns. In diesem Sinne, Gott segne dich und hab noch eine wunderbare Woche. Ich hoffe, wir sehen uns morgen an Karfreitag zu unseren Online-Gottesdiensten. Alles Gute. Tschüss.